Wir sitzen heute zusammen im Altenauer Dorfwirt in Altenau. Neben mir sitzt Florian Spiegelberger, Wirt und Chefkoch des Hauses. Er wird uns heute ein Weihnachtsmenü zubereiten. Herr Spiegelberger, was gibt's denn heute? Herzlich willkommen bei uns im Dorfwirt. Also wir machen eine rote Beete-Suppe mit Kokosmilch verfeinert. Im Hauptgang haben wir eine Ochsenhochrippe, die ist über Nacht bei Niedertemperatur gegart. Und dann machen wir noch eine schöne Nachspeise, Lebkuchenmus mit Glühweinsabayon. Das klingt sehr verlockend. Ich würde vorschlagen, lassen Sie uns gleich in die Küche gehen. Jetzt sind wir in der Küche des Altenauer Dorfwirts. Die Zutaten sind schon alle vorbereitet. Herr Spiegelberger, was haben Sie denn alles mitgebracht? Also wir haben hier Zwiebeln, rote Beete, Kokossuppe, etwas Gemüsebrühe. Dann haben wir die Hochrippe mit den Gewürzen, Thymian, Rosmarin, ein bisschen Rotwein für die Soße hinterher, kalte Butter, Sellerie für das Selleriepüree und die Kartoffeln. Da machen wir dann die Rosmarinkartoffeln draus. Und hier am Ende ist dann das Lebkuchenmus, Lebkuchen natürlich, Kuvertüre, Ei, Birne und Zucker und ein bisschen Glühwein. Herr Spiegelberger, legen wir los. Wir freuen uns auf ein tolles Menü. Dann fangen wir jetzt mit der Hochrippe an, weil das dauert einfach am allerlängsten. Und die wird jetzt einfach mal anbraten. Dazu Rosmarin, Thymian dann. Der Knoblauch wird einfach nur zerdrückt mit der Schale, mit allem, damit die Soße danach was schmeckt. So. Das Fleisch können wir dann gleich würzen mit Salz und Pfeffer. Wichtig ist, dass es richtig anbraten ist, damit da sich die Röstaromen entwickeln können. Und das natürlich von alle Seiten. Nehmen wir den Knoblauch schon mal rein. Und ein bisschen Thymian und Rosmarin. Mit den Kräutern macht es überhaupt nichts, wenn die da mit anbraten werden. Die entwickeln dadurch einfach den Geschmack. So, und wenn es dann anbraten ist von allen Seiten, nehmen wir das für die nächsten mindestens 8 Stunden bei 80 Grad in den Ofen. Fangen wir an mit der Suppe. Dazu Zwiebeln anschwitzen. Die dürfen schon schön glasig sein. Und in der zweiten Pfanne machen wir gleich mal den Sellerie. Weil der braucht ein bisschen länger, das ist dann für das Selleriepüree. Dann geben wir die rote Beete dazu. Bei der rote Beete ist auch nicht wichtig, dass das relativ sehr klein geschnitten ist, das wird nachher eh püriert. Und genauso beim Sellerie, einfach nur grob schneiden und dann passt es. Die rote Beete wird dann mit Gemüsebrühe abgelöscht. Und das lassen wir jetzt einfach so dahin köcheln, bis die rote Beete weich ist. Zum Sellerie kommt dann noch Sahne. Das muss natürlich dann einkochen. Die Sahne ist halt einfach wichtig, dass das dann ein sämiges Püree wird und nicht irgendwelche Klumpen hat. Zum Sellerie passt da immer ganz gut Muskatnuss dazu.
Dann pürieren wir das mal. Gut. So, der Sellerie ist jetzt dann soweit fertig. Der wird jetzt dann auch püriert, damit wir schön Sellerie-Püree haben. Als Beilage zu der Hochrippe. Dann können wir jetzt das Fleisch aus dem Ofen holen. Das war jetzt bei 80 Grad circa 10 Stunden im Ofen. Also das ist wirklich schön mürbe. Hat sich ja der Bratensaft abgesetzt. Und da machen wir gleich noch eine schöne Soße draus. Jetzt nur vorsichtig raus, weil kann wirklich sein, dass das gleich zerfällt. Das lassen wir jetzt einfach da noch ein bisschen ziehen. Und aus dem ganzen Gewürzen, dem Knoblauch und die Gewürze, machen wir uns noch eine kleine Soße. Dazu erhitzen wir den ganzen Bratensatz, dass sich die ganzen Röstaromen noch mal lösen, also alles, was da am Boden sich festgesetzt hat. Wenn das kocht, tun wir noch einen Schuss Rotwein dazu. Und lassen das nochmal schön aufkochen, durch Sieb lassen. Und jetzt wird sie weiter einkocht. Und dann kommt noch ein bisschen kalte Butter dazu, dass die Soße noch eine Bindung kriegt. Dann können wir schon mit dem Anrichten anfangen. Jetzt schauen wir mal, wie unser Fleisch ausschaut. Also es ist butterzart, das ist Wahnsinn wirklich. Also das zerfällt fast. Aber so genauso soll es natürlich sein. Also da braucht man eigentlich kein Messer dazu. Sehr schön. So, unsere Ochsenhochrippe. Schön langsam geschmort. Selleriepüree. Wer das noch ein bisschen feiner will, kann sich es auch nochmal durch ein Sieb streichen. Rosmarinkartoffel dazu. Und ein bisschen Sauce. Dekoration. Da haben wir unseren Hauptgang. Ochsenhochrippe, Niedertemperatur gegart, Selleriepüree, Rosmarinkartoffel. Dann können wir jetzt die rote Beete-Suppe anrichten. Das ist wirklich noch sehr schön rot. Die rote Beete-Würfel, die wir vorher gekocht haben, kommen noch dazu als Einlage. Die Kokosmilch so ein bisschen oben drüber. Soll er nur noch so der letzte Kick sein. Da haben wir jetzt das Lebkuchenmus. Das haben wir natürlich schon vorher fertig gemacht. Das muss einfach am besten über Nacht im Kühlschrank bleiben. Die Rotweinbirne kommt noch dazu. Und ganz wichtig, Glühwein-Sabayon. Am besten mit der Hand aufschlagen, also neben dem Rührgerät. Dann hat man noch ein bisschen Training dazu. Und noch ein paar Lebkuchen oben drauf. Und schon ist es fertig. Vor mir steht eine wunderbare Hochrippe mit Rosmarin, Kartoffeln und Selleriepüree. Gekocht hat sie Herr Spiegelberger für die Profilleser. Vielen, vielen Dank, dass Sie das Rezept zur Verfügung gestellt haben. Ich wünsche uns jetzt einen guten Appetit, den Lesern viel Spaß beim Nachkochen und Prost!